Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Folge 3 von Let's Play NHL 8, NHL 19 Ultimate Team. Ich will mal 18 sagen, das muss ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen. NHL 19 Ultimate Team und ihr seht schon oben, wir haben ein paar Punkte. Wir werden heute ein kleines Pack-Opening machen, um die Mannschaft ein bisschen zu verstärken. Wir werden im Anschluss nochmal eine gute Herausforderung spielen. Und damit ihr auch gleich Bescheid wisst, die Folgen kommen jetzt wieder um 19 Uhr, donnerstags und sonntags. Am Sonntag machen wir nochmal ein Pack-Opening, weil ich vermute, dass die erste Event-Season kommt. Deswegen werden wir nochmal ein Pack-Opening machen. Und das erste richtige Online-Saisonspiel folgt dann am Donnerstag um 19 Uhr nächste Woche. Das müsste der 20.09. sein. Ich freue mich schon riesig drauf aufs erste Spiel, aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Packs auf. Dann bauen wir die Mannschaft um und dann testen wir die Mannschaft nochmal, wie sie ist. Genau, wie ich habe so viele Punkte gekauft, dass wir hier 4 kaufen können und da 1. Genau. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Bisher meine Packs waren eigentlich ganz gut. Hat natürlich offline jetzt auch schon ein bisschen gespielt, bisschen Münzen ersammelt, bisschen Mannschaft, ein bisschen vorangetrieben, bisschen minimal geupdatet. Michael Raffel können wir zum Beispiel verkaufen, Matt Bleski können wir... Oh, Taylor Hall, geil! Schön. Euch können wir verkaufen, euch will keiner. Ich setze ihn einfach mal auf den Markt für 550. Dasselbe gilt für Raffel. Und Taylor Hall wird behalten. Schön. Haben wir schon den ersten starken Spieler im Kader. Aus einem Pack. Brady Ski fängt gut an. Evander Kane, Ryan Johansson, Johnny fucking Tavares! Geile Scheiße. Johnny fucking Tavares, okay, alles klar. Wir ziehen Johnny Tavares, Ryan Johansson und Evander Kane. Können wir jetzt dann ordentlich updaten, würde ich sagen, unser Kader. Brady Ski ist ein Linksverteidiger, der wahrscheinlich rechts links schießt. Okay, das ist gut. Dann hätten wir einen dritten Verteidiger auf der linken Seite. Geil! Die Mannschaft ist gut bisher. Die ist richtig gut. Derek Stepan, Tobias Rieder, der gewechselt ist. Colin Wilson. Jakub Voracek. Adam Larsson. Bernie! Bernie Joffrian, ein Alumni-Spieler. Alter. Geil. Geil. Geil, Freunde. Genau, euch drei nicht, den Rest schon. Aber warte mal, abbrechen. Was hast du, bist du Rechtsschütze? Glückwunsch. Willkommen in der Mannschaft. So, dich können wir gleich mal verkaufen. Tobias Rieder können wir auch verkaufen. Mal schauen. Alter, wir haben Johnny Tavares. Wir haben Taylor Hall und eine Legende. Alter. What the actual fuck. Wir haben hier Jake Günzel, TJ Brennan, Antoine Russell, Victor Moore, Jacob Megner, Jordan Subban. Okay, das Set war jetzt nicht so gut. Bis auf Jack Günzel niemanden zu gebrauchen. Aber das geht schon in Ordnung. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade überlege, wir haben ja schon ein paar gute Spieler. Wir haben einen Leihspieler, haben wir glaube ich aktuell niemanden mehr. Ein Torhüter wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn man so einen kriegen würde. Sonst haben wir Taylor Hall gezogen. Alter. Kaufen und fortfahren. Dann wird das Pack-Opening dann beendet. Kevin Hayes, Brock Nelson, Zach Redmond. Ich gehe mal kurz so durch. Da haben wir einen Verteidiger mit Mark Giordano. So, Oliver Bjorkstrand. Ich hau einfach mal alle weg. Johnny Gaudreau, Hampus Lindholm, Cam Ward. Ai, da haben wir ja
Haben wir gute gezogen. So, zum Start haben wir dann doch Will Butcher, Brian Little, Mark Giordano. Das sind alles Leute, die uns weiterhelfen können, gerade in der Offensive. Kevin Hayes kann ich verkaufen, Brian Little, Will Butcher bleibt mal da. Ja, Cam Ward brauchen wir nicht, Hampus Lindholm, ja, Johnny Gaudreau. Ansammlung senden. Sagen die 75er, alles was unter 75 ist, kann auch direkt weg. Genau, der Rest wird jetzt auf den Transfermarkt gesetzt. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben einen guten Torhüter, zweiter Torhüter, aktuell ist übrigens Philipp Kubauer, erster Torhüter Roberto Luongo. Also das sind so die Positionen, die, wo wir noch ein bisschen schlechter besetzt sind. Aber das müssen wir jetzt dann sowieso erstmal schauen, weil wenn ich dann hier die Coins oder wenn das generell verkauft ist, können wir schauen, wie viele Coins wir haben. Und dementsprechend können wir dann handeln. Das Einzige, was ich gerade noch überlege, ist, ob wir dann abwarten, also ob wir Freitagnacht abwarten und dann sagen, okay, pass auf, wir haben hier so und so viele, können wir besser verkaufen, weil aus den und den Gründen ist vielleicht zu überlegen. Aber gut, müssen wir mal schauen. Brock Nelson und Kevin Hayes kann auch verkauft werden. So, aktive Auktionsobjekte, mein Team. Bei meinem Team wollte ich jetzt gerade mal schauen. Beste Gesamtwerte. Du bist ein Linksschütze, also komm schon mal darüber. Das ist die Frage. John Tavares, wie viel Face-Off hast du denn? 74 Face-Off. 89, 79, 73. Ich habe doch da safe noch irgendjemanden. Ja, wir haben doch die Eddie Olczyk-Karte noch. Evander Kane kann zum Beispiel... Was muss ich kurz vergleichen hier? Wenn du Kenny ist Linksschütze, oder? Ja, dann ist er schon mal raus hier. Wir Rechtsschützen brauchen wir zumindest Marc Scheifele. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Marc Scheifele ist Rechtsschütze zufällig. Können wir Marc Scheifele hier rüberstellen. Kann Simmons schon mal weg. Johnny Gaudreau ist definitiv Linksschütze. Perry Rechtsschütze. Die zwei schon mal wechseln. Check. Bernie Joffron ist Linksschützer. Kann man gleich mal tauschen. Wayne Simmons mit Eddie Olczyk. Eddie Olczyk hat meines Wissens einen relativ guten Face-Off-Wert. Ah, 78 ist auch nicht so gut. 72, 66, 73, was hat Jonathan Taves denn? 73, okay. Alles nicht das Goldene vom Ei grad. Aber da kommt die Old Schick, glaube ich, mit seinen 78 immer noch besser mit als der Rest. Ist leider so. Mal nicht machen wir beliebig. Dann sehen wir mich, in welcher Reihenfolge die stehen. Ich glaube, irgendjemand. Ja, Ryan Johansson ist zum Beispiel nicht aufgestellt. Okay, wir sehen uns gleich wieder zur Folge. Ich schaue mir jetzt mal kurz
über die Hoot Database nach, welcher Spieler denn stärker ist, auf welcher Position, beziehungsweise welche Spieler generell stärker sind. Und dann sehen wir uns gleich zum zweiten Teil der Folge. Und dann werden wir noch ein Spiel machen mit dieser, mit unserer Testmannschaft. Genau, weil nicht sonst, weil ich will nicht, dass die Folge so kurz ist. Genau, dann ist es jetzt mal kurz Folgentitel für mich zum Schneiden nach Folge 3.1. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Schnitt und dann schauen wir mal, wie sich das Team verändert hat. Bis gleich. So, da hatten wir unseren kleinen Schnitt. Wir sind zurück in der Folge. Mannschaft schaut jetzt wie folgt aus nach der Umstellung. Genau, uns fehlt hier nur noch ein rechter Schütze, aber es kommt ja das nächste Pack-Opening bereits am Sonntag. Sind natürlich jetzt auch alle so eingestellt, auf dem linken Flügel spielen die Rechtsschützen, auf dem rechten Flügel die Linksschützen, in der Mitte ist egal, Center, Hauptsache so, dass sie ungefähr über 77 Bullies haben. In der Verteidigung genauso aufgeteilt, links, Rechtsschützen, Linksschützen. Nur hier haben wir das Problem, dass sie hier noch sonst zwei 79 Verteidiger gehabt hätten. Deswegen spielen hier ebenfalls zwei Linksschützen, die wir aber so nebenbei mal tauschen können. Und Powerplay ist dann eben nach besten Leuten aufgestellt, die wir haben. Shootout, Gretzky, Joffrion, Tavares, Forsberg, Taylor Hall. Zusätzliche Angreifer sind Gretzky und Joffrion, Torhüter Luongo und Philipp Grubauer, Cheftrainer Brad Romy. Genau, wir holen uns jetzt noch schnell unseren Bonus ab. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mal rein. Ihr seht es oben schon, ich habe einige Spieler verkauft. Und wir haben auch schon einiges Plus gemacht. Sehr schön. Da kommen jetzt auch nochmal einige Sachen dazu. 1000 Münzen Belohnung einsammeln, wundervoll. Wir haben 56.000 Münzen auf Konto. Wir haben jetzt, es ist übrigens jetzt, nur so zur Info, 0.11, 12. September, also der zweite Tag. Wir haben ein Team Gesamtstärke von 86. Ich glaube, das ist, lässt sich sehen, das ist okay. Und ich wollte zeigen, wir spielen jetzt auch eine Hut-Herausforderung. Ihr seht schon, ich habe 20 Herausforderungen schon abgeschlossen. Einmal 24 von 30 Sternen, einmal 28 von 30 Sternen. Und wir spielen heute so zum Abschluss als letzten Computergegner mal gegen die Augsburger Panther, gegen mein deutsches Lieblingsteam, bei dem ich am kommenden Sonntag im Stadion bin. Falls jemand in Augsburg im Stadion ist, einfach Bescheid sagen. Vielleicht sieht man sich. Genau. Und wir spielen jetzt gegen die Augsburger Panther. Joa. Mal gucken. Gewinne das Spiel, mach 10 Checks, handel dir keine Strafzeiten ein, wollte so fair wie möglich spielen, 10 Checks, schauen wir mal, ob wir das zusammenkriegen. Aber jetzt zählt das erste Mal ein Freundschaftsspiel. Die Panther sind zu Gast in Kalifornien. Thomas Holzmann, Drew LeBlanc und Zahir Gill gegen Wayne Gretzky, Scheifele und Joffrion. Nochmal Wayne Gretzky. Hat wahrscheinlich auch keiner mehr gedacht von den Augsburger Panthern, dass er vielleicht je nochmal gegen Wayne Gretzky spielen könnte. Und das ist Laus. Laus und Lamp. Namentlich relativ ähnlich. Das ist Wayne Gretzky und das ist das 1-0. Gegnerschwierigkeit ist übrigens Pro. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Natürlich ist der AIV ein bisschen schlechter aufgestellt von den Reihen als wir. Macht aber nichts. Und übrigens kann ich die Hut Challenges nur empfehlen. Olivier Roy hat ihn. Kann ich übrigens nur weiterempfehlen. Zum Coins Farmen am Anfang unheimlich gut gemacht. Ja. Habt ihr selber am Video schon gesehen? 56.000 Münzen natürlich mit Hilfe des Pack Openings vom letzten Mal auch noch. Aber, also was heißt vom letzten Mal, von heute? Jawohl! Und Laus trifft. Aber das vom Pack Opening waren tatsächlich nur 20.000 Münzen, die wir da gekriegt haben. Ungefähr so um den Dreh rum. Den Rest haben wir uns jetzt erspielt. Ein paar sind eh noch auf der Transferliste, also es könnte natürlich noch ein bisschen mehr werden als 20.000. Gretzky und den trifft er eiskalt. Das sieht Olivier Roy nicht gut aus.
Den hämmern sie schon ordentlich rein gegen die Panther. Und es steht 3-0. Nach 36 Sekunden Spielzeit. Joffrey an die Latte, Gretzky. Arvidsrikis. Die Scheibe da vorne rein. Joffrey. Scheife, die kommt nicht hin. Laus macht gleich den Weg zu. So, hier Jill kriegt die Scheibe doch noch irgendwie. So, hier Jill. Drew LeBlanc. Scheibe geht raus. Oh, bleibt im Besitz der Anaheim Ducks. Und Olivier Roy. Mit der ersten wichtigen Parade. Das waren keine 2 Minuten, das wundert mich. Olivier Roy mit der nächsten Parade, diesmal muss er festhalten. Forsberg kommt relativ nah an ihn ran. Das ist Josh Morrissey. Der einfach mal Torhüter heute austestet. Butcher mit dem Schuss. Abgefälscht. Forsberg. 4-0. Henry Hase und TJ Trevelyan. Oh, Panther mit dem ersten Torschuss. Tell all. Olivier Roy hält. Starke Parade vom Augsburger Goalie. Wir spielen gleich weiter. Gretzky gleich hinterher. Wird der geblockt von Brady Lamp. Hätte man aus Behinderung durchgehen lassen können. Die Panther schnell. Versuchen sie es über die Außen, spielen dann aber doch den üblichen Pass tief in die Zone. Joffrey, das sind zwei. Joffrey kriegt die Scheibe irgendwie zu Gretzky. Das ist Scheifele. Laus, der geht übers Netz. Gretzky schaltet er diesmal. Bisschen zu spät, aber. Simmons, Scheibe geht tief. Das ist Gretzky. Simmons kommt nicht hin. Ready Lamp. Boah, das war eine Granate, die Olivier Roy da rausholt. Joffrey, das ist leider abseits. 0-4. Panther jetzt wesentlich besser im Drittel drin. Als noch zum ersten Drittel. Trainer Holt Butcher. Riley legt ab für Will Butcher. Simmons kommt nicht hin. Henry Hase stand da perfekt positioniert vor der Scheibe. Valentine an Forsberg vorbei. Das ist David Stieler. Scott Valentine gegen Peter Forsberg. Trevelyan. Ich hoffe immer noch, dass Peter Forsberg oder sich irgendwann Philipp Forsberg noch CS-Karte. Und wir dann mit Peter und Philipp Forsberg spielen können. Am besten in einer Reihe. Geblockt von Butcher. Scheibe weggeklärt. Jetzt muss Hall hinterhergehen, sonst gibt es noch Icing. Gibt's nicht. Drittel aus. 4-0. Jetzt habe ich kurz vergessen. Ich wollte noch mal kurz die Ziele anschauen, die wir haben. Gewinnt das Spiel, handelt ihr keine Strafzeit an. Genau. Handelt ihr keine Strafzeit an. Nur die zweite.
Die fehlenden Sterne übrigens bei den anderen Herausforderungen werde ich dann machen, wenn ich weiß, wie man zum Beispiel Strafen zieht oder so. Aber das muss ich halt alles noch lernen. Ich meine, das Spiel ist jetzt 24 Stunden alt ungefähr, bisschen mehr als 24 Stunden für mich. Deswegen muss ich jetzt auch erst wieder reinfinden und lernen, wie man hier jetzt Strafen ziehen kann, weil ich habe bisher noch nie ein Powerplay für mich gehabt. Mal gucken. Perry. Mal direkt auf Roy feuern. Wieso nicht? Johnny Tavares. Er gewinnt nicht viele Face-Offs, aber die er gewinnt, sind halt einfach mal wichtig. Und Johnny Gaudreau trifft, obwohl schon abgepfiffen war. Corey Perry läuft einfach noch scheiße vorbei. Jill. 2 auf 1, Dumoulin. Ist das Dumoulin? Nee, das ist Butcher, nicht Dumoulin. Dumoulin hatte davor die 8, deswegen bin ich immer ein bisschen verwirrt dann. Okay, einmal querbeet feuern. Rekis. Und Leblanc. Das zu. Riley checkt einfach mal den Spieler und es gibt jetzt die Strafzeit. So wie zu dir, handle keine Strafzeit an. Riley checkt dann Leblanc einfach mal in den Weg. Das ist halt dumm. Weiß nicht, ob ich das war. Und ob es der Computer war. Aber ich glaube, es war ich unfreiwillig. Und so spielen wir jetzt die letzte Minute in Unterzahl. Was uns aber nicht daran hindert, fast das 5-0 zu machen. Ja, die Olchik. Stieler. White. Ja, die Olchik kommt da ran. Eddie Olczyk hat die Scheibe. Eddie Olczyk. Blöd, dass da noch zwei andere Panther standen. Eddie Olczyk, er hätte so verdient. Joffrey. Oh, Eddie Olczyk zielt aufs kurze Netz. Aufs kurze Eck. Da wird Stieler. Trevelyan. Scheibe geht durch auf Stieler. Kann er nicht verteidigen. Laus. Joffrey nochmal mit dem Konter. 20 Sekunden vor Ende gegen Brady Lamb. Joffrey, ah, zu viele Verteidiger am Ende. Das ist nochmal the great one. Das ist nochmal Wayne Gretzky. Ich schaue immer noch. Nullwinkel von Joffrey. Spiel ist aus. Sieg für die Anaheim Ducks. Das ist eine Position, wo wir uns noch deutlich verbessern müssen. Torhüter und Verteidigung. Das sind der aktuelle Dorn. Aber gut, da vorne schauen. Wayne Gretzky hat heute mal wieder ordentlich abgeräumt. Philipp Forsbergs Vater, Peter Forsberg, hat auch getroffen. Also der Vater trifft genauso wie der Sohn. Hier das Tor von Peter Forsberg. Und am Ende heißt es 4-0, Siegtreffer war das 1-0 durch Wayne Gretzky. Genau, und das war die heutige Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Am Ende wird es leider nur ein Stern. Bisschen traurig, weil wir das mit der Zeitstrafe verkackt haben. Weil ich das verkackt habe mit der Zeitstrafe. Ja, ihr seht schon, sonst erziele ich zwar ein Tor. 135 Tore habe ich heute schon geschossen. Nicht schlecht. Spielstatistik 4-0. Passt alles. Abschließen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und ich sage wie immer Ciao mit V und wir sehen uns am Sonntag um 19 Uhr.